Also wie gesagt, das Preis-Leistungs-Verhältnis bei dem Rucksack passt. Wer möchte, so wie ich, kann den Rucksack halt wirklich erweitern mit Molletaschen. Wie ich schon am Anfang gezeigt habe, die E-Pouches von Helicontex selber sind top, weil die haben nochmal innen drin selber, ja, man sieht, wie viel hier schon noch drin ist, ja, ist nochmal eine Aufteilung in Taschen. Ja, also man hat nochmal eine interne Tasche, man hat Klett hinten drin, man hat eine Halterung für einen Karabiner, wo man Sachen festmachen kann, wenn man was rausholt, dass man nichts verliert. Ja, also das sind halt so Sachen. Und man muss gucken, wenn man sieht, was da noch alles in diesen Taschen drin ist. Also sind jetzt die zwei Lampen drinne, dann ist da hinten noch was drinne, dann habe ich hier Zunder, Kindlichter für Notfälle noch alles drin gehabt. Eigentlich viel zu viel für einen Overnighter, aber ich wollte einfach mal testen, was alles in den Rucksack reinpasst. Und ich bin stark begeistert. Also man sieht ja hier, was da noch, da, wie gesagt, der Miwa ist da drinne. Das ganze Zeug, was hier liegt, war da drinne. Ja, die Isomatte muss noch mit dabei. Also wenn man da mal sieht, was da noch alles mit drinne war, da kann man nur begeistert sein von dem Rucksack. Also wie gesagt, ich kann den Rucksack empfehlen, aber für eine Woche Trekking mit Übernachtung, mit Overnighter, das würde ich dann definitiv lassen. Gut, das war's von meiner Seite aus. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir noch Kommentare da lasst, Anregungen, Verbesserungen natürlich in der Bildqualität, im Machen selber. Das ist mein zweites Review-Video. Aber ich denke, es wird und wird und wird besser. Wie gesagt, ich verlinke das Video vom Spezialdepot nochmal, wo dann nochmal genau alles erklärt wird, wie der Rucksack geliefert wird und was alles dabei ist. Ich hoffe, man sieht sich irgendwann mal im Wald. Deutschland ist ja klein und ich würde mich, wie gesagt, über Anregungen und Kommentare freuen. Viel Spaß noch und eventuell viel Spaß mit dem Helikontext Matilda.